So. Wir haben noch kein großes Exemplar. Da könnte ein großes mit zwischenrutschen. Dann mache ich noch Gigantosaurus, weil die Dinger lassen sich sehr gut verkaufen. Fahrzeug lenken. Dann können wir nämlich ganz kurz mal reparieren. Reparatur benötigt. Ja, die brauchen nämlich alle durch den Sturm. Ist nämlich ein bisschen. Beginne Reparatur. Ist nämlich ein bisschen kaputt gegangen. Ist nämlich ein ganz kleines bisschen. Ein ganz bisschen beschädigt worden. So, wie sieht's aus? 63%. Daumen drücken. Es dauert jetzt ja auch wieder, ne? Das ist halt immer vollkommen normal. Wir haben sowieso keine Leute hier drin, ne? Die sind, komm, es kommt da keiner. Wir haben keine Freunde hier. Es ist ja keine Dinos. So, die wollten Wald haben, aber auch nicht zu viel Wald haben. Ich versuche schon mal ein bisschen dran zu arbeiten. Dass ich hier überall mal ein bisschen Wald hinsetze. So. Das ist so punktuell Wald gesetzt, die müssen da sich da einen abfreuen. Hoffen wir's. So, das hier, Forschungszentrum, kann eigentlich auch erstmal out of order. Weil wir haben nichts zum Forschen. Guck mal, da kann man nämlich hier noch so eine Gyroskopstation und all so ein Kram. Und dann, wenn hier da die Monorail rüberführt, dann freuen die sich darüber ja auch und so. Die freuen sich halt einfach. Sagen so, yay. Dinos. Dann kriegen wir das hier auch auf 5 Sterne. Dann kriegen wir. Dschungel als Haut. Und 3 kriegen wir fahrbare Gyrosphäre. Bestimmt cool. Sind auch gleich wieder da. Ja, noch ist derzeit alles Minus, aber macht ja nichts. Die kommen alle rein. Die kommen alle angescheißert, wenn wir dann alles haben. Dann kommen die angescheißert und sagen sich, geil. Dinos. Krasser Dino-Scheiß, sagen die dann. Guck mal, hier für 60.000 können wir das verkaufen. Das ist super. Kaufe ich auch erstmal. Es tut mir leid, verkaufe ich. Verkaufe ich, verkaufe ich. Ich brauche aber immer noch ein großes Exemplar. Da ist halt nur mal Brachiosaurus, ist halt nun mal das, was großes Exemplar ist. Ich weiß sonst nicht, was noch ein großer Pflanzenfresser ist. Jetzt habe ich gar keine Ahnung, was noch ein großer Pflanzenfresser ist. Wie teuer sind denn die jetzt hier? 2,8 Millionen. Ich wünschte, man könnte Kredite aufnehmen oder so. Das wäre super. Guck mal, da können wir hier nämlich noch ein bisschen Gesellschaftsdinger und sowas hinbauen. Alles hier vorne, wo sie sich dann freuen. Ein Dino kann freigelassen werden. Gut, wir warten aber noch auf den anderen ab, in der Hoffnung, dass der hoffentlich auch noch was wird. Und dann lasse ich die beiden frei und dann müssen wir mal schauen, ob das dann hoffentlich klappt. Ich gehe davon aus, ne, aber. Richtig was los bei uns. Richtig was los. Richtig Action. La 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 la. La 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 la. Unterwegs zur Futterstation. Apropos unterwegs zur Futterstation. Oh, kein Zugang. Ja, genau. Ich erinnere mich. Wir brauchen noch sowas wie ein Tor. Sieh mal wunderschön da an die Seite. Da stört das nämlich nicht. So. Ich wollte diese Futterstation verticken, weil die braucht keiner. Dann kriegen wir dann auch noch ein bisschen Geld wieder. Die da. Gruselig. Ich habe einfach mal eine Taste gedrückt. Sollte ich vielleicht nicht immer machen. So. Die brauchen wir ja nicht, diese Gebäude da derzeit und die, ne? So, wir können beide freilassen. Ja, komm mal raus, mein Schlingel. Hallo. Hallo.
Hallo? Hallo? Ah, ein Baum. Erstmal fett in den Baum rennen, nur geil, ist das romantisch da. So ist schon wesentlich schöner, das sieht so geil aus. Ja, der Baum sitzt nicht sehr. Jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus. Ah, ich mag das auch mit der Musik und alles, ich find's einfach geil. Ist halt schon, ist schon was Besonderes. So, sozial, da kommt aber gerade noch einer noch raus. Ich weiß nicht, ob der dir noch sozial zählt. Sonst muss ich erstmal einen machen, der nicht so teuer ist. Ich will den anderen haben. Ach komm, leck mir doch den. Ich kann mir den anderen nicht angucken, weil er im Wald verschwunden ist. So, sozial sieht eigentlich gut aus, nur Wald fehlt halt nur wieder ein bisschen. Sagt er, während er mitten im Wald steht, weißt du? Bei Wald ist immer bei denen, ich weiß es nicht. So. Kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so viel Wald brauchen, aber okay. Sozial ist völlig in Ordnung. Also sprich, wir haben jetzt Dinos. Krass, sehr Dino-Kram. Und schon die ersten Besucher, du. Widerliches Völkchen. Eigentlich so ein Ausguck, oder? Hier hin, oder sollen wir so einen lieber hier hinsetzen? Und links dann die Gyrosphäre. Zack. Dann könnt ihr da nämlich auch gucken. Dann freuen die sich auch viel mehr. Halt. Ich wollte Gyros. Ich wollte Gyros, Alter. Nein, ich will Gyros. Dann kann nämlich von da an das nämlich wunderbar losgehen, oder? So eine kleine Runde hier. So. Den haben die da nämlich auch. Jetzt muss ich klein. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlich. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte keinen. Möchte ich nicht machen. So, und den machen wir einfach komplett gerade rüber. Zack. Und dann können wir da nämlich Sachen ransetzen. So. Ihr seid immer noch waldmäßig dabei? Nein. Jetzt muss ich nämlich neuen Wald machen, weil ich da ja Wald verbaut habe. Waldmäßig dabei? Waldmäßig dabei. Sehr schön. Wir müssten sogar im Plus sein, oder? Ja, wir sind sogar im Plus. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir jetzt auch nicht alles mehr verkaufen, sondern können einfach ganz normal... Gut, das hier... Habe ich nur da zum Verkaufen. So, irgendwelche anderen, wo noch Bronto oder Brachio, das hier hätte ich gerne. Das hier wäre cool. Aber leider haben wir nicht so wirklich... Kentosaurus ist ja auch kein großer. Sucho Bucho. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wir nehmen es einfach mal mit. Ich weiß aber nicht mehr, was das ist. Aber egal. Ja, denen geht's gut. Bestand, die haben auch noch genügend, dass man da sagen kann, hey, da klotzen wir die Leute rein. So, hier kommt... Ja, die freuen sich hier doch, oder? Die freuen sich. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass die sich freuen. So, wie sieht's aus? Eine neue... So, Spaß ist sehr hoch. Essen und Trinken brauchen wir natürlich noch.
nachdem ich neue Aufträge gemacht habe. Sie können uns dabei helfen. Kriegen wir hin. Nein. So, essen und trinken. So, das ist Essen. Essen und trinken. Ich glaube, ein bisschen schräg, aber ja. Ich versuche diese Insel jetzt richtig geil perfekt zu bauen, ne? Also richtig, richtig krass, perfekt, geil, krass. Sturmschutz, nein. Beschädigt, nein. Gäste, sichtbare Dinos 2. Läuft. Sichtbare Dinos 0. Naja, gut, aber die sehen da ja die Dinos, wenn sie denn hier dran vorbeirollern. Also, jetzt mal ernsthaft, da sind sie. So, für die nächsten 2 Millionen mache ich nochmal so einen rein. Dann haben wir drei der Brachiosauren und dann kommen noch die anderen Sauris da rein, die anderen Langhälse. Wir haben ja noch ein bisschen. Was haben wir denn noch an Langhälse eigentlich? Dann haben wir noch den Diplodocus und den Camarasaurus. Das sind so die Langhälse. Dann wird das einfach, wie gesagt, das Langhalslager oder so. So, Expedition abgeschlossen. Das wird verkauft. Kriegen wir ja schön Geld für. Okay, das ist der. Den kann man auch also... Ja, einen großen Pflanzenfresser. Da ist noch ein Camarasaurus. Das könnte eventuell... Ich weiß es nicht. Man muss gucken. So, wie sieht's aus mit der Dinosaurier-Sichtbarkeit? Das muss doch eigentlich echt krass sein, oder? Dinosaurier-Sichtbarkeit liegt bei 98%. Und geringe Kapazität. Okay, wir brauchen jetzt schon ein Hotel. Eigentlich ganz gut, dann kann ich das nämlich gleich hier vorne hinsetzen. Weißt du, dann können wir das nämlich gleich hier mitten in der Walachei stellen. Psst. Ohne großes Aufsehen zu erregen. Komm, einfach hier so in die Mitte batschen. In die Mitte, Batschi. Oder hier an die Seite. Ja, da steht überall wieder Terrarbeschränkung. Kevin. Das hier neben das Kraftwerk hier. Mir auch wurscht. Da durch, dann lebt er halt neben dem Kraftwerk. So. So, Essen, Trinken, Einkauf. Ach ja, genau. Wir brauchen noch irgend so einen Shoppingladen, wo die Leute shoppen können. Alles für die Kunden. Shoppen war, glaube ich, hier ist Einkaufen, das ist Einkaufen am meisten. Also diese blöde Terrarbeschränkung nervt wirklich, muss ich sagen. Zack. Dann haben die da Essen und Trinken und Einkauf und Spaß und Hey und Hippie und Kaya und Yay. Hey, wir haben einen großen Pflanzenfresserfossil gefunden. Geil, endlich. Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Nein. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Ja, ich weiß. Ich lasse es mir aber zu Kopf steigen. Rufbelohnung, Fossiliengebiet. Das Horner ist ein harter Brocken. Doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für Sie. Dafür werden Sie auch belohnt. Cool, wir haben jetzt so ein... Das da unten hier. Was Getränke, Spaß und Einkauf nur ganz, es nicht wirklich viel bringt. Es ist nicht wirklich der Hammer. Es ist nicht wirklich der Hammer. Ich
Ich würde gerne so eine Dinger hier bauen, aber das sind halt auch unsagbar teuer und unsagbar unnötig. So, wir haben jetzt auch ein Hotel. Hotel. Es müsste unsere Kapazität jetzt hoch sein. So hohe Kapazität, annehmbare Zufriedenheit, fast volle Sterne, das ist gut. Ja, der andere ist halt erstmal, ne, das ist halt erstmal Arbeit. So, und ich will jetzt dieses Sina-Dopo, das habe ich nicht. Den Dino habe ich nicht, den habe ich auch noch nirgendwo. Deswegen beende ich einfach mal diesen Auftrag und stattdessen starten wir einen neuen für die Wissenschaft. Drei Worte. Auftrag? Sie? Kriegen wir hin. Ja. Kriegen wir hin. Ein schönes, fettes Fastfood-Restaurant da rein, das passt doch. Damit sie mehr fressen. Damit sie mehr fressen. Das ist das Wichtigste. Naja, und neue Dinos müssen wir machen. Was jetzt auch gar nicht mal so unwichtig ist. Da kommen auf jeden Fall viele Gäste rein. Hier kommen auch Gäste voll. Da muss ich rein theoretisch dann das Personal erhöhen, ne? Ah, da muss ich dann das Personal erhöhen, wenn das voll ist. Damit mehr Personal drin ist. Ah, okay, das habe ich noch. Ich habe noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hier ist fast volles Personal drin, ey. Keine Ahnung, ob das gut ist dann, wenn ich das so mache. Ich weiß es nicht. Und hier? Okay, hier sind nicht sehr viele drin. Da waren nicht sehr viele drin, egal. So, das müsste doch die Bewertung dann noch mehr hochhauen. Guck mal da, Alter. Oh, das nenne ich eine Bewertung, wa? Fast alles 100% ist geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Krasser Scheiß. Utabara, Bas, Barbora, Bista. Neuer Dino, ja. Ey, der Park läuft. Der Park läuft schon mal. Wir sind noch nicht weit, aber der Park läuft. Das ist geil. Das ist richtig gut. Da freue ich mich. Muss auch erstmal wissen, ne, dass du da mehr Leute brauchst. Gehen alle in Fastfood rein, wa? Ja, die sind alle im Fastfood-Laden drinne. Die geilen sich alle am Fastfood-Laden auf. Aber gut, sollen sie, sollen sie. Die Bewertungen liegen Bombe. Die Bewertung ist bombengeil. Ich freue mich echt drüber, ist echt cool. Okay. Ich bin sehr stolz auf mich, dass wir nach 51 Folgen oder so herausgefunden haben, dass wir das Personal erhöhen müssen, damit die Leute zufriedener sind. Ja, ich bin sehr stolz auf mich. Oh Mann. Okay. Neue Aufgabe. Müsste eigentlich wieder drinne sein. Wieder Wissenschaft. Das ist immer das Erste, was ich machen Eine will. neue Gelegenheit hat sich Kriegen wir hin. aufgetan. Da sind wir doch nah dran, oder? Ja, da sind wir furchtbar nah dran. So, ich warte gerade darauf ab, dass wir noch einen weiteren Dino uns holen können. Ein Dino, 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 Dino. Und dann müssen wir sehen, wie wir weiterbauen. Dann müssen wir ja irgendwie in diese Richtung erstmal gehen. Ne? Jetzt hier den Weg machen, müssen wir ja auch. Wir müssen ja auch mit dem Weg hier noch irgendwo lang. Wie gesagt, hier wollte ich die Monorail rüberjagen. Brauchen wir? Doch, wir brauchen für alles einen Weg, oder? Sie fahren nicht immer nur Monorail, die Leute, oder?
Aber hier können wir ja auch schon nicht mehr sehr viel mehr hinbauen. Hier können wir die ganzen Futter- und sonstigen Stationen hinbauen, aber das war's dann auch schon. Würde am liebsten schon gleich die Monorail bauen, einmal, dass sie hier eine Kreisfahrt macht, weißt du? Dass man die schon mal drinne hat. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich kann sagen, haben wir die Aufgabe nicht abgeschlossen? Genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Dankeschön. Warte, jetzt kann ich ja auch statt das noch eine Erfolgsrate reinmachen. Dann ist die Erfolgsrate nochmal um 20% erhöht. Und dann liegt sie bei ja, irgendwas um die 44. Sollte ja langen, oder hoffen wir es einfach mal, weil wenn der jetzt stirbt, ist es echt scheiße.